Hallihallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Cornelius Track, von Scipion und von mir, General Pilophas. Wir nehmen gerade ein FFA zu viert auf, beziehungsweise drei nehmen auf, vier spielen, denn wir haben noch Johannes von Bonn dabei. Hallo. Moin. Genau, und die anderen dürfen auch Hallo sagen. Ja, hi erstmal. Hallo alle zusammen. Ja, Jo, schön, dass. Leute, hi. Ja, jetzt fällt er mir einfach ins Wort. Ja, du warst doch Schreck. fertig. Hallo, Eieiei. Scipion, das ist nicht dein Video, ja? Auch nur, weil Genau. du aufnimmst, ey. So, nehmen wir mal unsere Armeen, würde ich sagen. Und ich weiß jetzt nicht, Johannes, aber ich bin schon Römer. Ja, dann wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir beide Römer sind. Das ist nicht dein Ernst, ne? Doch. Tja, Pilo, da hast du schlechte Karten, ne? Ja, das ist schlechte Karten. Sag mal, lohnt es sich, Bogenschützen abzugraden? Es kommt drauf an, gegen wen du spielst. Also, wenn du gegen welche spielst mit leichten Rüstung, dann ja. Dann eher nicht. Also Goldangriff ist eigentlich nicht schlecht, sagen wir Ja, so. das pusht die Moral und kostet nur Die 60. Verteidigung kannst du ruhig weglassen. Wobei es kommt drauf an, wenn man gegen Bogenschützen kämpft, die sollen nur lange durchhalten, um den Feind zu beschäftigen, dann ist es auch wiederum praktisch. Ja, muss man auspokern. Na ja, ich mache jetzt mal irgendwas. So. So, was nehme ich jetzt mit? Oh, ich habe da Bin eine noch Idee. unentschlossen. Teuflische Idee. Wird schon wieder eine Lootbox bauen. Oh. Was heißt hier schon wieder? Sowas habe ich nie getan. Oh doch, ich glaube, das war die 22. Online-Schacht von dir. Das ist nicht wahr. Wie kannst du es wagen? Ah. Weiß nicht, wohin mit meinem Geld. Ich habe es gerade noch so aufbrauchen können, aber ich frage Also mich, ich ob es habe sich lohnt, mein die Geld mit zu nehmen. aufgebraucht, aber ich weiß nicht, was ich. Der Cornelius ist mir jetzt schon ein Dorn im Auge. Ja, ich sehe schon, ich habe 300 Mann mehr als du. Ich habe auch So. 300 mehr Mann als Johannes und. Oh, 500 Mann mehr als Pilo. Hey, was hat denn Pilo Verdammt. damit, bitte? Der Ich hat habe wahrscheinlich. 900, 1000, Ein 1000. Kaff-Spam könnte hinkommen, ne? Nee, 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 lauter erste Kohorten auf Gold, Gold und 3 Erfahrung. Ja, genau, ich bin so schlau. Müsst ihr wissen. Naja, immerhin habe ich das Geld vollkommen aufgeteilt, weil ich irgendwelche Veteranenstufen wahllos vergeben habe. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Aber gut. Ich bin da mal gespannt. Wer Jetzt spielt geht's jetzt los. nochmal wen? Cornelius spielt die Makedonen, Scipion die Karthager, nehme ich an. Johannes von Bonn die Julier und ich die Bruti, oder? Ja, Ja. alles richtig. Ja, wunderbar. Wird interessant, gegen wen gehe ich jetzt wohl als erstes vor? Ja, Oh hier ja, sehen wir mal wieder, das wer wird am erstmal das schnellsten große ist. Gecampe. Ich muss mal gucken, ob ich meine Kamera schon eingestellt habe. Oh, ich habe immer noch die Debug-Cam. Juhu! Och, die brauche ich nicht. Aber nein, ich habe sie nicht drin. Ich habe jetzt. die Ah, Scheiße. Debug-Cam, meinst du nicht die Movie-Cam bei Rome? Ja, die Movie-Cam meine ich ja. Ja, muss man immer so genau sein bei Pros, ist ja schlimm. Ah, was heißt hier Pros? Ich war nur etwas irritiert. Ey, ich habe ja Pilo neben mir. Oh. Wollen wir gleich ausmachen, wer auf wen geht, oder machen wir einfach random alles Ich auf gehe einen auf Haufen? Pilo. Ey, das klingt doch Okay. hier. Ich gehe auf Guido. Alles klar, dann gehe ich auf Tja. Johannes von Bonn. Wer Wieder ist nochmal mal sehr Karthager? erfreulich alles. Es gibt schon du was Karthager, oder? Nein, ich bin die Makedon. Er ist Ja, toll, Karthager. aber jetzt bin ich neben. Na gut, da muss ich halt gerade auslaufen. Dann laufen wir uns irgendwie über den Weg, ne? Ich bin Makedon, das weißt du schon. So, ich bin ready, meine lieben Freunde. Ich weiß ja Stimmt. nicht, was ihr so treibt, aber ich bin ready. Ja, ich bin gleich auch soweit. Ich muss mich ja gegen Johannes von Bonn hier wappnen. Ich muss mich gegen alles wappnen, bin gegen nichts gewappnet. Ich sehe es jetzt schon kommen. Es geht übrigens nach Kills an die Zuschauer hier, also bin ich völlig aufgeschmissen. Nicht nur Das nach nur dabei. Kills. Was ist. Ja, und nach der Klasse der Kills, angeblich. So, wer ist denn alles schon mal fertig? Gucken wir mal nach. Wo Nee, ich sind war auch wir? noch kurz. Bei Circumflex oder was? Mittlerweile fehlt noch die 2. Das ist Johannes. Ja, jetzt bin ich fertig. Die zwei war ich Ah! doch. Wo sein Feind? Oh, ich glaube, da tut sich schon eine kleine Na, kein Bock mehr. Tendenz Ja. auf. Armee kenne ich doch. Woher nur? Oh mein Gott, hast du viele Bogenschützen mit dabei? Mir fällt gerade ein, irgendwie Ah, ist. das spielt Ja. ja fünfmal Stadtkohorte, einmal Triaria. So, ich glaube, da will jemand auf mich losgehen, Cornelius. Warum muss ich immer Cornelius kriegen? Kann mir das mal einer erklären, bitte? Weil er hatte, warst du gerade noch damit einverstanden, dass er dich kriegt?
Nein, ich habe nicht zugehört. Oh, nein. Haben Bogenschützen und Steinschleuderer die gleiche Range? Ungefähr, ja. Bogenschützen und Steinschleuder haben etwas kürzere, sind aber dafür schneller im Nachladen. Genau, oh. So habe ich es auch in Erinnerung. Sieht man mal, wie geskillt ich bin. Wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ja. So. Nicht, dass ich jetzt irgendwie übermütig wäre oder so, aber naja, Skill ist Skill, ne? Naja, ich glaube, ich habe irgendwie die wenigsten Spielstunden online in Rome. Vielleicht soll ich mich einfach mal umdrehen. Lasst mir vielleicht ganz kurz Zeit, die Armeen nochmal anzuschauen hier, okay. Ja, kannst du machen. Johannes von Bonn, aua. Wo wir gerade beim Thema sind. Das boah, hast du viele Bogenschützen mit dabei, Johannes. Ja, ist aber schon klar, dass da wieder so ein Steinschleuderer-Spam kommt, also von daher. Das heißt ja. 4 Einheiten, ja, du hast 6 Einheiten Bogenschütze. Ja, passt. Ja, greif mich an hier. Ich hasse es, wenn man dazu aufgefordert wird, Micromanagement zu betreiben. Ja. Ey, komm, du musst jetzt aber ehrlich sagen, Rome Total Wars von Micromanagement wesentlich leichter als Napoleon. Aber ist ja total schwer. Ja, es ist auch leichter. Bei mir selbst nicht, weil bei mir ist es. Aber bei mir ist bei Rome die Mausgeschwindigkeit, also die Sensitivität ist ein bisschen. Kannst du ändern? Ja, echt im Rome-Menü? Ja, und das Scrollgeschwindigkeit. Okay, muss ich nochmal nachschauen. Weil es ein bisschen verkackt. Was willst du denn? Wieso? Alter, ich hab dich doch voll in die Mange genommen. Jetzt mal im Ernst. Das ist ein schlechter Scherz. Die Römer haben mal wieder zugeschlagen, ey. Ey, das ist ein schlechter Scherz, ey. Ich hab deine Kavallerie voll in die Mange genommen. Ey, wie geil. Prätorianische Kaffee ist so geil. Ja, die haut ja rein. Meine war auch Gold, ey. Übrigens, meine Bogenschützen sind Gold auf Angriff, also deswegen werden deine Steinschleuderer gerade zusammengeschossen. Ja, das ist mir vollkommen egal. Ich versteh's gerade nicht, warum meine Kavallerie verlieren konnte. Weil es deine Kavallerie ist. Ja, aber trotzdem, ich hab deine voll gesandwiched eigentlich. Er kann's halt, ey. Oh, jetzt kommen die Phalanxen. Ey, das kommt da von hinten hier, der kleine Cheater. Du kriegst meinen General nicht. Mann, ich dachte, du merkst das nicht. Du kriegst meinen General nicht. Woher weißt du denn, dass ich auf den gehe? Ja, weil du dich dahin bewegst. Meine Einheit, bitte. Ich hab doch längst den Angriffsbefehl gegeben, vor einer Stunde. Vor einer Stunde hab ich den gegeben. Gut, dass eine Steinschleudereinheit von mir nichts macht. Ja, finde ich auch gut. So, ich glaube, den Bogenschützenkampf, Pilo, habe ich gewonnen, oder? Ja, wegen deiner feigen Kavallerieattacke. Sehr schlimm. Und das soll die 25. Folge bei mir sein. Oh je, oh je. Was ist eigentlich besser, makedonische Kraft oder Legionärskraft? Das muss ich jetzt noch wissen. Kommt aber darauf an, wie man sie upgradet. Und die Masse macht's auch bei denen. Also, die makedonische Kraft ist nicht so schlecht, die sollte man nicht unterschätzen. Die hat's auch in sich. Aber ich so direkt den Vergleich hatte ich bis jetzt noch nie gehabt. Aber es ist ja nicht die Gefährtenkraft, also insofern aber es ein Speerträger. Das ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Eigentlich ist es hier vorteilhaft, lieber mit Schwertern zu kämpfen. Also das Rundschildkraft eigentlich deutlich stärker. Meine Einheiten backen gerade rum, mal wieder. Sagst du jetzt so. Nein, es ist wirklich so. Also mit Rundschildkraft bist du gegen Lanzenkraft deutlich überlegen. Ja. Wieso habe ich jetzt eigentlich den Bogenkampf so krass verloren? Sind deine auf Verteidigung geskillt? Nö, aber ich kämpfe mit 6 Einheiten. Ach so, okay, ja, gut. Weil meine sind eigentlich auf Goldangriff. Ja, meine auf Silber und Bronze, aber es reicht. Meine haben, ja, dafür haben sie noch Goldverteidigung eigentlich. Komisch, dass das gar nichts hilft. Naja, das macht jetzt eigentlich die Masse. Also beim Bogenschützenkampf entscheidet meist die Masse. Okay. Du siehst ja, also ich zerschieße dich da mit meinen Truppen alle, Stück für Stück. Ach, der Trupp lebt ja noch. Den muss ich auch noch fertig machen. Naja. Ja, ich habe versucht, mit Focus Fire was zu reißen, aber naja. Naja, das hat bei mir geholfen. Also ich habe bei dir Stück für Stück jeden Trupp zerstört. Das Sandwichen funktioniert nicht, du musst es nicht nochmal probieren. Ja. Ich mach grad den übelsten Scheiß. Oh, bist du nicht der Einzige? Willkommen im Club. Bin auch schon schwer damit beschäftigt. Vor allen Dingen, ich versteh's immer noch nicht, dass ich den Kavalleriekampf verloren habe. So, das war's dann.
Das sehe ich auch so, dass es das für dich war. Verdammt, warum sind die jetzt aus der Phalanx raus? So. Na, jetzt verlieren. Nein! Ach, ich bin raus. Keine Chance. Du darfst den Römer nicht zu viel Denare geben, ey. Ah, scheiße. Es ist einfach so, dann hast du keine Chance mehr gegen den. Ach, ich bin einfach zu inkompetent für Kavallerie. Ich merke es jetzt schon. Ja, Leute, bei mir ist die Schlacht hier auf jeden Fall vorbei. Ja, das sehe ich gerade. Ja, Johannes. Soll ich warten, bis ihr fertig seid auf eurer Seite? Oder wie soll natürlich soll ihr nicht warten. Das ist doch eine Frage der Ehre hier. Dass die Feuerfeuer jetzt gerade nichts gemacht haben, kotzt mich an. Die haben, glaube ich, deine eigenen Leute ein bisschen verschreckt. Ja, minimal. Ist nicht so schlimm. Ja, jetzt kriege ich ein Problem gegen die Phalanken. Ein minimales. Ich glaube, gleich bricht die Massenpanik hier aus. Ja, das ist... Muhahaha! Ohne Kraft bin ich aufgeschmissen. Ich habe einfach mehr Skill. Muhahaha. Nee, weißt du, ich verliere jetzt noch alle meine Kavalleristen an deinen dämlichen Bogenschützen. Ich weiß es jetzt schon. Ich werde einfach zu blöd sein, meine Infanterie zu nutzen. Skipion, mach mal einen heroischen Charge mit deiner letzten heiligen Bande da, die da zurückgekommen ist. Das bringt nichts. Der General ist schon tot. Da fehlt, fehlt das Heroische. Okay. Ja, trotzdem wäre es geil. Okay. Los, rennt. Ich hätte, du ziehst mich jetzt sogar noch ab damit. Nee, deine Soldaten springen da einfach rein, guck doch. Meine, ja, verstört wegen der Feindesanzahl, schwanken, zerrüttet, ja, die fliehen jetzt nicht. Okay. Ich glaube, ich hätte doch lieber mit Wagen kämpfen sollen, aber na gut. Nee, du hast den Römer einfach zu viel Denare gegeben. Der hat genauso viel wie wir gehabt, also das ist es nicht. Ja, aber wenn du den Römer zu viel Denare gibst, hast du keine Chance mehr gegen den, weil der dann, ja. Oh, verdammt, wie meine Stadtkorten sterben. Ja, so ziemlich gar nicht. Ja, ich werde ja nur überall fertig gemacht und meine Kaff kommt zu spät. Ich bin so blöd. Es ist so traurig. Überall zu spät kommt ihr nicht. Hat. Also Pilo sieht doch recht gut für dich aus. Eigentlich schon. Hust, hust. Ja, du bist also nur mit der Kaff in den Rücken, dann ist er weg. Ja, aber ich glaube nicht, dass meine Stadtkorten so lange aushalten. Ach so, es sind Stadtkorten, okay. Okay, es sind Stadtkorten. Ich bin noch aus der Kampagne. Aber Cornelius hat deinen Infanterie nach 3 Sekunden nach deinen Charge übrigens gut geblockt ein bisschen. Ja, das hat geholfen, aber hat nicht komplett geholfen. Also meine Linie verkackt jetzt gerade total. Also da sieht man auch mal, dass ich auch verkacken kann. Nur mal so am Rande. Nein, du verkackst nicht. Ich bin einfach so gut, ganz einfach. Ja. So sieht's aus. Ja. Ist ja wohl klar. Ich bin hier das Pilo, Naturtalent. Auf der anderen Seite warte ich schon auf dich, ja. Also beeil dich mal. So, Johannes, jetzt musst du meine Ehre... Ich mach auch nicht viel Verluste, keine Sorge. Du kriegst einen danke. Gegner. Perfekt, gut. So, Johannes, jetzt musst du meine Ehre retten. Wir wollen dass wir alle zufrieden sind. Ich will hier schön zeigen, dass ich die Armee gut geschwächt habe. Aber, hättest du ein bisschen mehr Kavallerie von ihm zerstören können? Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Das hat mich auch geärgert. Der war einfach schneller als ich. Meine Kaff war nicht rechtzeitig da und dann konnte ich nichts mehr machen. Obwohl, das ist nur Legionärskavallerie, was er da hat, ne? Ja, das ist nur Legionärskavallerie. Ja, perfekt, ich habe Prätorianische. Ja, aber so viel schlechter ist die nicht, die Legionär. Ja, so viel schlechter ist die nicht und meine ist Gold-Gold mit Erfahrungsstufe 1 sogar, glaube ich. Ich habe auch Gold-Gold mit Erfahrungsstufe 1. Jetzt hör auf, gegen meine Kavallerie deine Speere zu erheben. Was geht denn mit dir? Ah. Los, dreh dich um. Du musst deine Kraft zerstören. Nee, der ist ja hier, kämpft bis zum Tod. Ja. Ist ärgerlich. Aber die Kraft ist schon gut dezimiert. Gut. Ja gut, ich habe aber auch nicht mehr viel, ne? Er hat noch 5 Einheiten insgesamt. Also, ich hatte Pech gehabt, dass meine Kavallerie nicht rechtzeitig da war. Das war der Punkt. Ausreden. Alles raus. Ey, die sind geflogen, bevor sie überhaupt angekommen sind, ja? Ja, das war ja das Schöne dran. Wären sie noch angekommen, hätte ich noch sandwichen können. Naja, gut. Aber ich habe die Infanterie halbwegs gut dezimiert. Kannst du mir sagen, ob Pilos Stadtkohorte noch Pilee übrig hat? Die hat noch Pilee, die hat nur einmal geworfen. Oh. Ja, also nicht alle. Anderthalb haben noch. 2 haben keine mehr. Da war ich dann doch zu blöd für. Naja, immerhin. Vielleicht kann ich ja ein paar Kills hier machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die wert sind, aber das waren alles königliche Pikeniere und so ein Zeug. Dürfte eigentlich nein, was bringen. Nein, mein Gen. Oh, es war überhaupt nicht erwartbar, dass du das noch verlierst. Da sind wir raus. Ja. Ärgerlich. Na gut, passiert. So. Ich möchte mal anmerken, dass ich seit der 24. Schlacht keine einzige geschlagen habe. Doch 2, aber das war genau danach.
Die waren nicht gerade castwürdig für die Obwohl, 50. Johannes, wir haben eigentlich ein gutes Schlachtfeld hinterlassen, vor allem beim Kavalleriekampf, ne? Ja. Ich verstehe auch nicht, warum meine Leute da eine halbe Stunde diesem einen königlichen Pikinier da um die Füße reiten müssen, statt ihn einfach mal umzuhauen. Weißt, zwei Sekunden finden sich genau dazwischen. Das ist so dieser kleine Rombug. Also, Pilo, ich bitte nicht weiter verfolgen, weil sonst sind deine Einheiten zu erschöpft und Johannes von Bonn marschiert ja schon auf dich zu hier. Ich dachte, der wartet noch. Naja. Nee, der wartet jetzt nicht, weil du fertig bist. Der marschiert hier, ja, vorwärts. Schauen wir doch mal hin, was er so hat. Der hat noch viel. Das ist... Was hast du gemacht, Skipion? Ich hab gar nichts gemacht. Also das bei mir kann man in der Aufnahme schön sehen, dass mein Kavallerie-Test-Switch nicht funktioniert hat, obwohl er an Kavallerie eigentlich deutlich unterlegen war. Und mit der Infanterie wollte das dann auch nicht ganz hinhauen. Da habe ich dann, glaube ich, auch einen Fehler gemacht, dass ich mit der Heiligen Manne vormarschiert bin. Und, ich möchte ja gerne die Einheit finishen, aber ich glaube, das dauert jetzt eher Stunden. Du jagst mit 4 Einheiten 2 Pikiniere? Oh mein Gott. Ja, und die backen auch noch schön rum. Ja, so, immerhin sind meine Einheiten ausgeruht, meine normalen. Fliegt meine 4 Pikiniere. Jetzt müssen wir mal schauen. Oh je, Johannes bietet wenigstens noch einen schönen Anblick. Es sind auch noch Triarier und Stadtkohorten. Oh, die haben ja gar nichts verloren. Ja, eben. Sag mal, mit was hat der dich eigentlich besiegt? Mit 3 Kavallerieeinheiten, weil sonst hat er noch alles in voller Zahl. Nee, der hat wirklich nur mit Kavallerieeinheiten. Ich bin nämlich in den Rücken von den Phalanxen gekommen, da sind sie sofort geflohen. Ja, wow. Super gemacht. Ja, aber normalerweise hält eine heilige Bande einen Charge Aue. Normalerweise. Normalerweise, aber nicht gegen dich. Nee, ich hab meist eh Pech. Ja, ich hab auch gerade ein bisschen Pech gehabt, dass ich nicht rechtzeitig da war und die Moral so für den Arsch war. Gut, aber shit happens. Ist es schlau, die Stadtkorten so lang zu ziehen? Aber komm. Das ist so eine typische Shogun-Armee, eigentlich. Ja, weil ich zieh die immer so, wie sie gerade stehen. Ich finde die damit irgendwie effektiver. Ich weiß nicht. Die sind gegen Charges dann effektiver. Also halten mehr aus, wenn sie dicker formiert sind. Ja, genau, das ist richtig. Ja. Wenn sie so dünn sind, kannst du mit einem Charge alle wegballern. Ja, eben. Das habe ich ja nämlich auch immer. Leider habe ich das jetzt gesagt, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich gegen so eine lange Linie reincharge, warte, da breche ich durch die Mitte durch, die Moral ist weg, wumm. Da ist jetzt zum Beispiel die Keilformation wesentlich effektiver. Aber der Vorteil dabei ist, er kann dich umfassen und die Moral bricht bei dir schneller. Es ist so das typische Carré-Format, ja. Hier, die Schlacht von Carré, wer es so kennt. Ja, aber anscheinend sitzt du gerade so ein bisschen in der Senke, weil deine Einheiten werden mir nicht wirklich mehr angezeigt. Also ich sehe noch nur die Generäle von euch beiden. Ich sehe alles. Weiß ich nicht, bei mir jetzt gerade. Weiß ich nicht. Ja, naja, bei mir sieht man alles. Das ist ja ganz schön. So, jetzt geht's langsam ans Eingemachte. Ah, die Bogenschützen sind mir auch noch überlegen und zwar sowas von haushoch. Also, ich verstehe es echt nicht, Skipion. Wie konntest du mir das antun? Ja, du wirst es ja in meiner Aufnahme sehen. Ja, leider. Aber es ist halt so, wenn du dem Römer zu viel Dinare gibst. Ey, 15.000 ist vollkommen okay, ist fair für alle, ja. Also es ist Standardbudget im Online-Modus. Es ist aber schon ein bisschen viel für den Römer. Es geht. Gib ihm auf jeden Fall 20.000, er macht dich platt. Ja, 20.000, da sind die extrem OP. Aber da kannst du Spartaner besser spammen. Ja. Und dagegen hat er keine Chance. Doch, wenn man es richtig macht, kann man. Aber 20.000 Dinare ist sowieso ein Spiel, wo es schon viel zu viele ist. Ich muss ja auch sagen, Johannes von Bonn ist ja ein guter Spieler, von daher. Danke. Aber Skipion, ich hab dich schon stärker eingeschätzt. Ah, was soll das? Wieso hat der Kerl mehr Range und zwar sowas von mir? Weil der auf dem Hügel steht und du in der Mulde stehst. Ja, das stimmt. Bei mir hat er gerade mal so ein... Ja, das macht auch einen Unterschied. Ich habe noch irgendwo ein Repay um sie rumliegen, da sieht man das auch ganz gut. Oh, Feuerfälle, die werden gleich fliehen. Danke für die Ermutigung. Ey, komm, ich habe die ganz schön zerschossen, ja? Die haben schon ordentlich Moral verloren. Ja, die sind sowieso nur Meat Shield, ne? Das ist alles geplant. Mein Gott, wie diese Noobs das immer nicht verstehen, das ist alles Taktik. Ach, ich bin so ein verkanntes Guck mal, die kriegen sogar noch eine Erfahrung. So, dann gucken wir uns mal hier das letzte Gefecht an. Die Kavallerie zieht sich schon an der Flanke zusammen.
Johannes von Bonn zieht eine Infanterietruppe dazu. Ah, Pilo holt sich jetzt die Bogenschützen. Oh, Pilo. Der Pilo chargt jetzt anscheinend frontal los. Ja, Pilo hat keine Lust mehr auf dieses Geplänkel. Ah, jetzt kommt hier nochmal eine Pilersalve. Vor allen Dingen auch so ein bisschen in den Rücken deiner eigenen Einheiten. Na, jetzt setzt er sich hier so ein bisschen sandwichen. Na, jetzt ziehst du deinen Trupp noch auseinander. Alter, Triaria bewegt euch. Ach du Scheiße, der General wird voll zerschossen. Hier hinten verlierst du den Kampf. Ja, da hat er die. Ja, ich hab nicht mehr genug Einheiten. Ist ja nicht mehr fair hier. Kompilo, kann ich irgendwie ausstellen, dass diese Typen immer nur feuern wollen, statt zu chargen? Danke. Ja, du musst Alt drücken, dann machen die den anderen Angriff, den Zweitangriff. Ah, okay. Das wäre dann in dem Fall der. Ja. Der Charge. Jetzt ist es leicht zu spät. War aber nur leicht. Sieht übrigens ja. Hier schönes Alter, Muster hier grün-rot. Die Equitiers sind so unfähig. Na komm, die kriegt er, ihr seid doch schneller. Ja. Ne, ich sehe die Fähnchen nicht mehr, deshalb sehe ich gerade auch nicht, wer flieht oder so. Also ich glaube, ich werde Dritter in der Schlacht. Ich glaube, ich bin Letzter. Ja. Ich hoffe mal, ich bin Zweiter. Solltest du eigentlich. Du hast ja, aber Johannes ist sicher. Ich hatte die größte Armee gehabt. Ich meine, Johannes Einheiten haben mehr Männer. Ich meine, ich habe ihn hier ja eigentlich gesandwiched. Eigentlich müsste das ja ganz gut klappen, aber... Naja. Ja, aber er sandwicht dich jetzt hier wieder einfach. Ja, natürlich. Das ist klar, weil ich den Kaffkampf verhauen habe. Aber auch, weil meine Kaff noch weniger Männer hatte. Also, weil es bringt ja nichts, 5 Kavallerieeinheiten zu haben, von denen 3 nur noch 10 Mann haben. Die fliehen ja sofort. Insofern sind 3 stark im Wesentlichen nicht unbedingt. Besser. Nicht unbedingt, Pilo. Finde ich schon. Also, ich hatte mal so eine lustige Situation. Jetzt wird sich gerade mein Bildschirm. Dass eine Kavallerie mit, die war voll. Ist reingecharged, ist wieder geflohen und ist dann aber wiedergekommen und mit diesen weniger Einheiten hat die länger Stand gehalten als vorher. Ja, es ist so krass manchmal. Das ist wirklich manchmal ganz komisch. So. Ja, jetzt hast du eigentlich jetzt nicht deine Moral. Mein Hauptmann ist weg, also dann GG an dich, Johannes. Der Einzige, der nicht aufnimmt, hat gewonnen. Das heißt, dass nur das Aufnehmen hier das Gewinnen behindert hat. Das wird sein. Genau. Wobei deswegen ich dann ja noch verloren. Und ja, mein Gott, also das ist ja voll unbalanced, ja, wenn Scipion sich hier einfach so als Feed hergibt, ja, überhaupt nichts macht, sich seine Fahrlage von hinten chargen lässt. Was heißt denn hier nichts macht? Es hat einfach nicht funktioniert, was ich vorhatte. Es ist ein sehr blumiger Ausdruck dafür, sehr euphemistisch, also ich würde eher sagen, nichts gemacht. Wir können ja nochmal tauschen, wir können ja noch eine Schlacht machen. Es ist ja nicht so, dass wir hier keine Zeit haben. Das war jetzt meine 25. Jetzt mache ich nichts mehr. Genau, Rome ist jetzt scheiße. Aber in Rome 2 sage ich euch, ich ziehe euch alle weg. Auch dich, Johannes. Ganz sicher. Ganz sicher. Wir werden es sehen. Muss ich noch aufgeben oder warten wir noch, bis alle Einheiten geflogen sind? Nee, Cornelius hat noch eine Kaffeinheit, von daher. Mit der will sie gerade noch ein paar Kills stealen. Ja, die sehe ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ja, was siehst du überhaupt auf deinem Bildschirm? Ich sehe gar nicht. Ah, da ist die. Doch, da. Jetzt seh ich. Nee, ich sehe nur die, den Generalstern von dir. Irgendwie eine grüne Truppe von Pilo noch und da hinten so fliehende Einheiten von Cornelius noch. Also alle fliehende Einheiten, die jetzt noch hier sind, müssen getötet werden, bevor die Schlacht vorbei ist. Ja, deshalb, ich habe dreifache Geschwindigkeit ausgewählt, ne? Ich auch gerade. Ja, okay, warte, mache ich auch. Juhu! So. Ja, Leute, jetzt wird es hier oben ein bisschen zugespammt. So, mein letzter Typ flieht auch. Nein, lass ihn am Leben. Nein. Ist interessant, dass die Kavallerie als letztes vom Schlachtfeld rennt. Naja. Also GG, ihr drei. Ich weiß noch, Johannes, war das nicht bei dir, wo dein General so die ganze Zeit noch rumgegurkt ist, bei diesem 8er FFA? Genau, stimmt. Yeah, da hatte ich nur noch einen Mann in der Einheit, das war der General, der ist dann irgendwie... Hey, ich hab mehr überlebt als bei Pilo und bei Cornelius. Ich hab mehr Gegner getötet als Johannes, das ist doch nicht mehr fair.
Aber ich habe bessere getötet. Richtig. Das ist doch, also ich bin davon ausgegangen, dass der, der die meisten Kills macht, auch gewinnt, weil das da steht. Wie kann ich denn wissen, dass es hier auf Klasse ankommt? Ich habe das hier gewonnen, das Spiel ist verbuggt. Ich bin ich habe deine Stadtquote weggehauen. Du hast mir irgendwelche Kardonischen Fahrlängsten geholt. Ich habe mehr als 100 Kills mehr, ja. Ja, und? Heißt doch nichts. Außerdem halt so, habe ich am wenigsten Überlebende. Du hast halt so mickrige Makedonen besiegt. Dankeschön. Und keine karthagischen Elite-Truppen. Also eigentlich solltest du als Karthager wesentlich mehr getötet haben als ich. Ja, eigentlich. Aber eigentlich. Ich dachte, schief. Lag vielleicht auch daran, dass ich Rundschild-Kavallerie eingeschickt habe. Oh. Ja, gut. Ich bin dann doch etwas versöhnt. Einem guten General ist das Glück wichtig. Mir war das Glück zwar nicht wichtig, weil ich gewonnen habe, aber ich bin dennoch ein guter General, ziehe ich daraus den Schluss. Und dann würde ich sagen, von meiner Seite wäre es das. Ich rufe natürlich jeden Zuschauer, egal auf welchem Kanal, dazu auf, mal auf dem Kanal der anderen vorbeizuschauen. Gerade was Rome Total War betrifft, gibt es da eine Menge zu entdecken. Und genau, ich denke, jeder verlinkt jeden irgendwie in der Videobeschreibung, oder? Natürlich. Ja, klar. Sehr schön. Gut. Ja gut, dann ciao bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Ciao, euer General Pilofas. Jo, auch ciao. Tschüss. Von meiner Seite aus. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.